Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es tut mir leid, dass ich vielleicht ein bisschen gehetzt und müde aussehe. Das liegt daran, dass ich ich war gestern Abend bis circa 2 Uhr nachts auf und heute Morgen schon wieder um 7, halb 8 auf den Beinen. Und ich freue mich, in circa 2 bis 3 Stunden einfach ins Bett fallen zu können. Aber ich wollte vorher noch mit euch ein Video machen. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, heute geht es um 10 einfache Maskenrezepte zum Selbermachen für glatte und strahlende Haut. Ich finde selber diese Masken sehr toll und habe auch vor, in einem weiteren Video diese und vielleicht auch andere Masken einfach mal selber zu machen, um das mal auszuprobieren. Aber ich möchte nicht lange drum herum reden. Wir beginnen. Die erste Maske ist eine Haferflocken- und Kakaomaske. Die Zutaten: ein Esslöffel Kakaopulver, einen halben Esslöffel gemahlenes Hafermehl, ein Esslöffel Honig, 1,5 Esslöffel Kokosöl. Zubereitung. Moment mal kurz. Oh Gott, fängt ja gut an. Vermische alle Zutaten sorgfältig, um eine glatte, gleichmäßige Paste zu erhalten. Wasche nun dein Gesicht, tupfe es trocken und trage die Maske auf. Hier bitte die Maske dünn auftragen. Weniger ist mehr und man braucht nicht so viel davon. Lass sie nun für 20 Minuten einwirken und wasche sie dann, Entschuldigung, mit warmem Wasser ab. Zweite Maske. Honig und Gurken, beruhigendes Gesichtswasser. Das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil mich das sehr interessiert. Ja. Die Zutaten: 2 Gurken und 1 Esslöffel Honig. Also relativ einprägsam. Die Zubereitung: Gebe die geschälten Gurken, also ihr müsst sie schälen, in einen Mixer und trenne dann das Gurkenwasser oder den Gurkensud vom Rest der Gurke. Vermische das Gurkenwasser mit dem einen Esslöffel Honig und trage es auf dein Gesicht auf. Hier ein kleiner Tipp. Oh, Entschuldigung, ich bin verrutscht. Weil das sehr flüssig ist, solltet ihr das nicht mit den bloßen Händen auftragen, wie sonst, sondern vielleicht ein Wattepad verwenden. Lass es circa für 5 Minuten einwirken und wasche das Gesicht danach mit warmem Wasser ab. Das habe ich nochmal als Anmerkung hingeschrieben. Vergiss nicht, dir danach eine pflegende Hautcreme aufzutragen. Weil die Hautpflege gerade nach sowas, ich meine, man pflegt die Haut zwar auch mit so Masken oder Peelings, sie ist aber auch ein Stück weit, ich sag mal, eine Strapaze für die Haut und deshalb ist es umso wichtiger, um die zu beruhigen und auch zu entspannen und mit entsprechender Feuchtigkeit zu versorgen, eine dementsprechende Creme aufzutragen. Die 3: Kürbis- und Milchpüree. Zutaten: einige Stücke Kürbis, hier kann ich nur Kürbisfleisch, hier kann ich zum Beispiel den Hokkaido-Kürbis empfehlen, der ist auch weit verbreitet, glaube ich. Einen halben Teelöffel Honig. Moment kurz. Einen halben Teelöffel Honig und einen halben Teelöffel Milch. Zerkleinere das Kürbisfleisch und koche es. Dann gib es in einen Mixer und rühre so lange, bis du einen Brei erhältst. Füge nun den halben Teelöffel Milch und halben Teelöffel Honig hinzu. Lasse sie
für 15 bis 20 Minuten einwirken und wasche sie dann wieder ab. Moment kurz. Wiederholst du diesen Vorgang ein bis zweimal pro Woche, siehst du schon bald erstaunliche Ergebnisse. Tut mir leid, ich lasse die Blätter jetzt einfach fallen, so wie sie sind. Genau. Nummer 4. Grüner Tee und Reismehlmischung. Zutaten: 2 Teelöffel frisch gebrühten grünen Tee, 2 Esslöffel Reismehl, 1 Teelöffel Zitronensaft. Zubereitung: Vermische alle Zutaten, bis du eine Paste erhältst. Trage sie dann auf dein Gesicht auf und lasse sie für 20 Minuten einwirken. Nummer 5. Brauner Zucker und Vanillepeeling. Zutaten: 2 Teile Milch und 1 Teil Zucker. Moment. Ein paar Tropfen Vanilleextrakt. Und wenn du den Effekt verdoppeln möchtest, dann noch ein Eigelb. Zubereitung: Mische die 2 Teile Milch mit dem einen Teil braunen Zucker und füge nun die paar Tropfen Vanilleextrakt hinzu. Bei Bedarf auch noch das Eigelb. Also wie gesagt, das ist nicht Pflicht, aber wenn ihr das Eigelb dann noch möchtet, könnt ihr es hinzufügen. Werde bitte nicht übermütig beim Anblick der Ergebnisse, da dieses Peeling sehr schnell und rasant wirkt. Es wird empfohlen, das Peeling höchstens zweimal, eher einmal pro Woche anzuwenden. Trage es nun auf dein Gesicht oder Körper auf. Entferne es nach ein paar Minuten. Moment. Genau. Entferne es nach ein paar Minuten Einwirkzeit. Also, da stand halt keine genaue Angabe dabei. Deshalb würde ich euch empfehlen, das einfach ungefähr 5 Minuten einwirken zu lassen und dann mit einem Waschlappen und lauwarmem Wasser einfach abzuwaschen. 6. Das ist eigentlich mein Liebling. Das liegt vielleicht darum, weil ich Zimt mag. Zimt- und Kamillentee Reinigungscreme. Zutaten: 1 Teelöffel gemahlenen Zimt, 1 Teelöffel frischen Kamillentee, 2 Teelöffel Milch, Moment, 2 Löffel Milch, oh Gott, ich muss hier gerade mal hinter der Kamera. Oh, sorry, Leute. Ja, einen Viertel Teelöffel Biohonig. Zubereitung: Mische alle Zutaten zu einer weichen Creme. Befeuchte leicht dein Gesicht und massiere die Maske ein. Nicht länger. Wirklich, also das ist wichtig, nicht länger als 3 Minuten einwirken lassen. Hier wollte ich noch, ja, wozu die einzelnen Zutaten imstande sind, was sie mit deiner Haut tun. Der Zimt stimuliert die Haut, der Kamillentee beruhigt beruhigt die Haut und macht die Haut geschmeidig. Die Milch peelt die Haut und der Honig hilft gegen Pickel. Sind also alles wirklich mehr als positive Einwirkungen, sag ich mal.
Moment. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Waren wir wirklich schon so weit? Ja, waren wir offensichtlich. Nummer 7. Bleicherde-Gesichtsmaske. Zutaten: 2 Esslöffel Bleicherde, 1 Esslöffel Tomatensaft, eine Prise Sandelholz, eine Prise Kurkumapulver. Zubereitung: Mische alle Zutaten und füge Wasser hinzu, bis du eine gleichmäßige Masse erhältst. Trage sie auf dein Gesicht auf. Warte mal kurz. Ich muss gerade mal. Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Das Richtige war es definitiv nicht. Ja. Warte ungefähr 10 Minuten und spüle es dann mit warmem Wasser ab. Die Nummer 8. Eier und Honig. Moment. Antifaltencreme. Zutaten: Ein Teil was, ein, oh Gott, Entschuldigung, ich mache hier nur Quatsch. 2 Teelöffel Vaseline, 1 Teelöffel Honig, 2 Esslöffel Olivenöl. Ja. Zubereitung: Erhitze die Vaseline für wenige Sekunden, bis sie flüssig bzw. weich geworden ist. Füge nun den Honig hinzu und vermische alles gut. Füge nun den Rest der Zutaten hinzu und vermenge alles, bis eine cremige Masse entstanden ist. Entschuldigung, ich muss hier. Ja, wichtig. Hier haben wir noch ein paar Anmerkungen. Wichtig, erstens. Achso, Moment mal kurz. Bin ich gerade doof? Nee, bin ich doof. Entschuldigung. Erstens. Bevor du die Creme anwendest, fülle sie nach der Herstellung in ein Glas und schüttel alles. Ich muss dann noch mal kurz gucken. Sorry, tut mir leid, aber ich habe da was in Erinnerung. Und ich will euch ja. Auch ich bin doof. Entschuldigung. Alles noch mal von vorne. Also, das ein Tee, 2 Teelöffel Vaseline, 1 Teelöffel Honig. 2 Esslöffel Olivenöl. Ich habe euch aber die Hälfte noch vorenthalten, nämlich eine reife Avocado und ein Eigelb. Ansonsten stimmt alles. Und wie gesagt, erstens, bevor ihr das anwendet, lasst es, also genau, tut es in ein Glas und schüttelt es. Und lasst es mindestens 5 Minuten ziehen. Dann massiere die Creme mit kreisenden Bewegungen deiner Ringfinger ein und lasse sie für 30 Minuten einwirken. Achtung, bitte nach abgelaufener Zeit entweder mit einem Wattestäbchen oder Mineralwasser entfernen. Nummer 9.
Milch und Zitronen. Haarentfernungscreme. Für das Gesicht. Entschuldigung nochmal eben für die kurze Unterbrechung. Zwei gehäufte Teelöffel Kichererbsenmehl, ein Viertel Teelöffel Kurkuma-Pulver, drei Teelöffel frische Milch, ein Teelöffel Zitronensaft und ein Teelöffel Kokosöl. Zubereitung. Vermische alles und trage es großzügig auf die entsprechenden Stellen auf, wo du deine Haare loswerden willst. Genau. Lasse die Maske für 10 Minuten einwirken und reibe vorsichtig mit dem die Stellen mit deinem Finger ab, um die Maske zu entfernen. Jetzt wasche dein Gesicht. Jetzt wasche dein Gesicht und trockne es mit einem weichen Handtuch ab, um die Gesichtspflege abzurunden. Die letzte 10. Zitrusfrüchte Gesichtsmaske. Zutaten: ein Eiweiß, 2 Teelöffel. Moment, was habe ich denn hier wieder geschrieben? Sauerrahm, also 2 Teelöffel Sauerrahm, 1 Teelöffel ein Teelöffel frisch frisch gepresster Zitronensaft und 1 Teelöffel frisch gepresster Grapefruitsaft. Zubereitung. Schlage das Eiweiß in eine Schüssel, bis es zu Schnee geworden ist. Mische die anderen Zutaten und füge sie zum Eischnee hinzu. Mische nun alles erneut. Moment. Genau. Lass die Mischung für 15 Minuten trage die Mischung für 15 Minuten auf und wasche es danach nach der Einwirkzeit mit lauwarmem Wasser ab. Es tut mir sehr leid, dass ich mich so oft verhaspelt habe, nur es kamen halt, wie gesagt, erhebliche Schwierigkeiten dazu. Ich muss mit einer Hand filmen, mit der anderen Hand lesen. Außerdem, meine Maschine ist, glaube ich, schon ein bisschen defekt, deshalb, das kommt auch noch dazu. Also es tut mir wirklich sehr leid, Leute, anders ging es nicht. Meine Konzentration ist auch nicht mehr die beste. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte, falls ihr noch bessere Videos von mir sehen möchtet. Ja, ich hoffe, dass ihr irgendwelche dieser Masken ausprobiert und dass sie euch helfen. Dann viel Spaß bei meinen nächsten Videos und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Tschüss!